So, Rebellenangriff. Oh, nee, das Level. Oh, ich weiß, welches ist. Aber das kenne ich zumindest. Ah, nee, das ist nicht das Level. Okay, nee, dann passt. Ich dachte, das wäre das andere Level, aber das ist ja Episode 5, das andere Level, was ich gerade im Kopf hatte. Nehmen wir den Falken. So, das überspringen wir, weil wir das uns bei der Superstory nochmal anschauen werden. Und da sehe ich auch schon das erste Minikit direkt hier. Schöner Start. Ich muss ja eh gleich wieder die TIE Fighter nehmen, das weiß ich mittlerweile. So, das ballern wir da gleich drauf, sonst kommen wir hier nicht rein. Ach komm, ey. Schieß doch mal besser. Entschuldigung, schieß doch mal besser hier. Okay. Jetzt geht's auf, wunderbar. Das war, das dürfte hier nicht so schwierig werden. Das, glaube ich, geht relativ flott zu schaffen hier. Okay, so. Das hier noch machen. Dann gucken wir mal, was uns sonst noch hier Schönes einfällt, was wir hier noch an Minik sehen können. Hat sich schon wieder zerlegt. Zwei haben wir auf jeden Fall schon direkt geholt. Da ist wahrscheinlich auch noch eins drin, wo wir den TIE Fighter brauchen. Ja. Mittlerweile kenne ich mich aus, mittlerweile weiß ich, dass in diesen TIE Fighter-Dingern. Eigentlich, ich glaube, es war tatsächlich bis jetzt immer ein Minikit drin in diesen TIE Fighter-Dingern. Da haben sie gedacht, wir fliegen nicht bis in die letzte Ecke, aber da haben sie den Plan nicht mit uns, die Rechnung nicht mit uns gemacht. So, das Ding kann man da auch kaputt machen. Bringt uns jetzt in dem Fall aber eher nichts. Ah, okay, dann müssen wir die. Müssen wir da nochmal komplett zurückgehen? Oder müssen wir dann über das Ding in der Mitte fliegen nur? Ne, da müssen wir nochmal zu komplett zu. Ah, ne, hier ist auch einer, okay. Hier ist auch ein Torpedowerfer, sehr gut. Ich kann ja alle roten Steine, alle Charaktere kaufen. Stats, ich habe alle gekauft, ich habe alle Charaktere schon gekauft. In dem Spiel. Ah, oh, schießt ihr auf den TIE Fighter. Ja, in dem Spiel habe ich definitiv schon alle Charaktere und alle gekauft. Keine Frage. Hier habe ich alles geholt auf jeden Fall. So, einmal und zweimal. So. Das wäre geschafft. Damit dürfte jetzt auch das Türchen hier aufgehen. Oder muss ich den da drüben auch noch versenken? So, dann versenken wir den auch noch. Vielleicht geht dann die Tür auf. Ich glaube aber, das hat damals auch noch ein Minikit gebracht. Oder? Mussten wir? Nee. Kann nicht sein. Ein TIE Fighter hatten wir damals nicht dabei, von daher. Ah, die können wir einfach so kaputt machen jetzt, glaube ich. Ja, genau. Exzellent, exzellent. So, 4 von 10 haben wir. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen die Augen offen halten, weil in dem Abschnitt gibt es bestimmt auch wieder welche. Zum Beispiel da vorne gibt es ein Minikit direkt. Nehmen wir mit. Dann wechseln wir zum TIE Fighter und holen hoffentlich gleich das nächste Minikit. Okay, das kommt, das kam hier letztes Mal raus, wenn man das hier gemacht hat, dieses Rätsel. Aber ich nehme an, dass das Minikit einfach so hier hinten versteckt ist und wir das Rätsel nicht machen müssen. Sehr gut. Ich kann mit den allen hier die Dinger mitnehmen. Kann man mit dem Bomber echt mehr mitnehmen? Ich kann mit dem Y-Wing echt mehr Bomben mitnehmen. Okay, das wusste ich nicht. Danke für den Hinweis. Dann nehmen wir doch einfach mal den Y-Wing. So. Sind keine Bomben, das sind Torpedos, aber trotzdem ist das ein super Hinweis. Das Problem ist, dass wir jetzt natürlich auch wieder Torpedos brauchen. Wo gab es denn noch Torpedos hier? Oh, da ist noch was gewesen. Direkt ein Minikit. So. Mussten wir nämlich, glaube ich, irgendwas kaputt machen, um dann da hinten reinzukommen. Ich hoffe mal. Oh, jetzt nehmen wir doch das Ding mit. Dann brauchen wir wieder einen anderen Flieger, um das zu machen. Alles klar. Warum sind die Minikits blau und nicht grau? Weil das hier die Herausforderungs-Minikits sind. Die normalen Minikits sind blau. Und das hier sind ja die Herausforderung-Minikits. Die normalen Minikits sind weiß und das hier sind die Herausforderung-Minikits. Deswegen sind sie blau. Eigentlich ganz logisch. Hey! Komm zurück. Ah. Gib es mir. Nein, 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 nicht da rein, weil die brauchen. Nein, ich brauche die doch noch. Mist. Schau mal, ob hier noch eins drin ist. Ich sehe hier gerade kein Minikit. Ich fliege trotzdem nochmal rein. Dann wäre meine TIE Fighter-Theorie zerlegt, widerlegt, dass man immer Minikits bekommt, wenn man ein TIE Fighter-Abschnitt ist. Aber ich glaube, hier ist tatsächlich keines drinnen. Nee, ich sehe keins. Das ist gut. Das erspart uns eine Menge Arbeit, weil wir diese Dinger an der Seite dann nämlich nur mit diesen anderen Sachen kaputt machen konnten. Aber ich glaube, das müssen wir da nicht machen. Ah, gut, das spart uns. Das spart uns auf jeden Fall ein bisschen Zeit, glaube ich. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas sehen. 7 von 10 haben wir auf jeden Fall schon. So, jetzt können wir es gleich mal ausprobieren hier, ob der Y-Wing wirklich mehr Bomben tragen kann als die anderen. Warum Gammy keine, seit 2016 keine Videos, keine Best-Offs mehr macht, weiß ich nicht, weil er, glaube ich, mittlerweile selber Videos macht, oder? Oh ja, der kann deutlich mehr mitnehmen. Deswegen macht er, glaube ich, keine Best-Offs mehr. Nehme ich mal an. Macht selber YouTube-Videos, glaube ich, mittlerweile, oder? Ich weiß nicht, ich verfolge andere YouTuber zu wenig, das ist mein Problem. Ich bin nur so beschäftigt und wenn, mache ich dann lieber selber eigene Videos. So, das wäre geschafft. 7 von 10 haben wir. 7 von 10 ist gut, aber 7 von 10 ist noch nicht gut genug. Meint, das ist hier noch irgendwie. Ja.
Meint ihr, habe ich ja, weil ich habe alle. Ich habe alle Charaktere, die es in diesem Spiel gibt. Shit, ist das echt noch nicht alles gewesen? Ah, Mist, am Anfang war nämlich... Am Anfang war nämlich auch noch welche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Da muss man hier am Anfang auch welche kaputt machen. So, schauen wir mal. So, momentan sind wir hier gerade noch im Supermodus, beziehungsweise im Power-Up-Modus, deswegen ziehen wir die ganzen hin und her. Hier waren nämlich auch noch irgendwelche Sachen, die ich kaputt machen musste, oder? Hier irgendwo, ja, da sind sie auch schon einmal. Ist auch nervig, man kann nicht mehr nacheinander schießen, man muss immer warten, bis der eine abgefeuert ist und dann kann man erst den nächsten wieder schießen. So, ich glaube, das waren jetzt aber alle. Jetzt dürfte das Tor vorne aufgehen. Oder geht das Tor auf? Ja, ist aufgegangen. Sehr gut, sehr gut. Damit wäre auch das geschafft. Alles zerlegt. Wunderbar. Ah, hier gab es noch einen Abschnitt. Okay. Jetzt wäre mal wieder so eine Zeit für so ein Minikit, finde ich. Irgendwo müsste sich eigentlich hier nochmal eins rumtreiben in dem Abschnitt, nehme ich an. Frage ist, wo versteckt es sich? So, die Dinger nehmen wir gleich wieder mit hier. So, Nummer 8 müsste hier eigentlich schon sein, nehme ich an. Oder? Keine Nummer 8 hier irgendwo? Echt nicht? Ah doch, hier ist Nummer 8. Na, wusste ich's doch. Wusste ich doch, dass hier irgendwo eine Nummer 8 noch lauern muss. Die nur darauf gewartet hat. Dir fehlen Charaktere, die bekommst du nicht im Shop. Okay, hast du alle Level gespielt? Vielleicht Indiana Jones, den Trailer anschauen. Da bekommst du auch nochmal Indiana Jones als Charakter. So, jetzt nochmal die letzten hier auseinandernehmen. So, 8 von 10 haben wir. Ich glaube, die letzten beiden werden da hinten dann irgendwo sein. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich Episode 4 hier auch noch schaffen könnte heute. Also von den blauen Minikits hier, dass ich das live noch hinbekomme. Verwundert mich jetzt etwas, aber gut. So. Ich bin noch überlegen, ob ich Episode 5 auch noch weiter live mache oder ob ich das offline mache. Morgen. Ich tendiere dazu, es eher offline morgen zu machen. Na, schauen wir mal. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier noch die Sachen kaputt machen. Len wollte ich eigentlich nicht returnen, glaube ich. So. Achso, du meinst auf seinem Kanal. Ja, das war ja so ein Könnte. Er wird bestimmt wieder Videos machen, davon gehe ich aus. Frage ist halt, wann und ob. Aber ich denke mal, irgendwann kommen bestimmt wieder Videos, wenn er Bock drauf hat. Das ist ja das Schöne bei uns, oder für euch vielleicht nicht so schön, aber für uns ist das das Schöne an YouTube, dass wir das beide nicht beruflich machen und deswegen halt YouTube machen können, wenn wir gerade Bock drauf haben und nicht irgendwie Videos machen müssen. Und das halt bedeutet natürlich auch, dass mal eine Zeit keine Videos kommen können, wenn wir keinen Bock haben. Warum ist hier kein Minikit? Ich möchte bitte ein Minikit. Habe ich eins übersehen, oder war hier keins? Ich meine, hier war keins, oder? Ah, ich sehe kein Minikit, schade. Blöd. Sind hier zwei Minikits? Ich befürchte, hier sind nämlich nicht zwei Minikits. Schlecht. Äußerst schlecht. Ein Minikit sehe ich. Habe ich etwa ein Minikit übersehen? No! Wir haben ein Minikit übersehen. Ich glaube, ich habe tatsächlich ein Minikit übersehen. Ich befürchte es. Ich befürchte, ich habe ein Minikit übersehen. Nein! Wieso ich keinen blauen Namen habe? Wo meinst du das mit blauen Namen? Ich weiß gerade nicht, wo du meinst. So, weil wenn wir hier das Ding reinschießen, dann ist das Level zu Ende auf jeden Fall. Und zurückfliegen können wir wahrscheinlich nicht, oder? Oder? Doch, wir können sogar zurückfliegen. Ja, vielleicht sehen wir ja nochmal ein Minikit auf dem Rückflug. Ach, die jagen uns jetzt auch wieder zurück. Ah, alles klar. Alles klar. Paluten, sag mir, was der Kanal Kontakt persönlich oder so hatte ich aber nicht. Bis jetzt. Weil die kann man auch nicht so leicht abschütteln, die Kollegen hier. Oh, da war 10. Da war Nummer 10. Wie hätte man denn... Keine Ahnung. Ich glaube, man musste zurückfliegen. Egal, wir haben es auf jeden Fall bekommen. Irgendwie. So. Irgendwie bin ich aber gerade schon noch ein bisschen motiviert hier, muss ich sagen, zum Spielen. Ich glaube, ein bisschen machen wir noch weiter. Ein bisschen Episode 5 oder so. Es läuft einfach zu gut hier. Das hätte ich gar nicht erwartet. Deswegen hatte ich die anderen Minikits ja auch offline gemacht, weil ich da tatsächlich öfters versagt bin, glaube ich. Bis jetzt habe ich ja noch kein Level 2 mal machen müssen hier im Stream. Aber gut, es lag auch dann an eurer Hilfe natürlich. So, Rebellenangriff haben wir geschafft. Damit haben wir tatsächlich alle blauen Minikits jetzt auch gefunden in Episode Nummer 4. Oh, freut mich. Hätte ich nicht erwartet. Geile Sache. So, dann können wir ja eigentlich weitermachen mit Episode Nummer 5, würde ich sagen. Ich glaube, wir machen heute Episode 5 und machen dann nächstes Mal vielleicht Episode 6 noch. Machen Episode 6 dann die blauen. Und noch die Super Stories von Episode 4 bis 6. Und dann machen wir heute nur noch Episode 5 und dann haben wir, glaube ich, ein ganz gutes
Ja, ich denke, dann sind wir ganz gut zeitlich auch ganz gut dabei. Ja, doch, machen wir so. Machen wir so. So, genau. Episode. Zuerst wollte ich hier Schlacht auf Hoth. Oh, nächstes Fluglevel. Wenn wir noch nicht genügend Fluglevel haben, jetzt geht's nächste Fluglevel. Mit was fliegen wir denn Schönes? Wir müssen eh gleich einen TIE Fighter nehmen am Anfang, deswegen kann ich auch einen TIE Fighter gleich nehmen. Mir geht's immer noch gut, momentan. Ein bisschen müder natürlich als am Anfang, aber mir geht's momentan immer noch gut. Ja, genau. Wer kennt die Szene aus dem Film nicht, als Luke umgedreht hat und dann den Lüftungsschacht einfach von der anderen Seite einfach umgedreht hat beim Lüftungsschacht? Wer kennt die Szene nicht, natürlich. Als Luke sich gedacht hat, nö, den Todesstern zerstören wir nicht, ich bringe jetzt nicht 1 Million Leute um, sondern wer kennt's nicht, ja. So, jetzt kommt meine Lieblingsszene. Da muss man sich ja mega rumärgern, weil meine Schiffe mal reingefallen sind hier. Passiert auch dieses Mal natürlich auch wieder. Richtig nervig, weil ich befürchte, dass da hinten noch eins drin ist. Und die Dinger kriege ich ja nur kaputt, indem ich die hier da reinschleuder. Letztes Mal habe ich es mit dem Falken geschafft, oder? Ja, vielleicht soll ich es nochmal mit dem Falken probieren. So, hier kommt man auf jeden Fall rum. Ich probiere jetzt mal hier oben rumzukommen. Das hat geklappt. Und jetzt gehen wir hier rum. Und dann, man muss es wahrscheinlich doch mit Slalom schaffen. Oh, diesmal war ich hier besser. Ich lerne aus meinen Fehlern. Faszinierend. Ich lerne aus meinen Fehlern. Wer hätte das gedacht? Manchmal lerne ich aus meinen Fehlern, manchmal lerne ich nicht aus meinen Fehlern. So, was ich noch machen werde, habe ich gerade vorhin schon gesagt, zumindest was ich als nächstes machen werde. Ich wusste doch, dass hier noch ein Minikit auf uns wartet. Hoth spricht man anders aus. Ja, ich weiß, man spricht Hoth aus, aber ich sprich's trotzdem Hoth aus. Macht mir Spaß. Tut dem guten Hoth keine Not. So, nochmal hier ordentlich die doppelten Punkte abgefackelt. Was ungefähr gar nichts bringt, weil ich hier keine Punkte einsammeln kann. Also keine Stats einsammeln kann. Nehmen wir trotzdem mit. TH, ja. Sag ich doch Hoth. So. 2 Minuten, 2 Minikits. Neueste Sache. Oh, der kann aus. Nee, das war kurz. Okay, den Move kann er, den ausweichen Move kann er. Okay. Ich glaube, wir müssen aber gleich nochmal so ein Ding mitnehmen. Ich glaube, durch das andere Tor kamen wir auch nur durch, wenn wir sowas dabei haben. Und ja, das war keine Marvel-Anspielung. Ah, okay, da hätte es auch nochmal hier gegeben. Das war keine Marvel-Anspielung. Mit Tor. Oh, hier schön mit Slalom durch. Man sieht gar nichts mehr vor lauter Explosionen. So, ihr lasst uns mal schön in Ruhe. Die wollen schon wieder unsere Sachen hier klauen. Ey, hört ja auf. Hier wird nichts geklaut. Gehört alles uns. So, und dann mal hier rein damit. Boom, Shakalaka. So, nicht das Minikit hier liegen lassen an der Seite. Fast hätte ich es übersehen. Glück gehabt. Wer spricht alles Drabuisch? Ich spreche, das muss reichen, glaube ich. Das ist eine sehr wortwitzige Sprache, habe ich gehört. Okay, Nummer 3 ist gesichert. Damit fliegen wir weiter hier rein. Ich hoffe, ich habe kein Was meine zu Family Guy Star Wars? Family Guy Star Wars habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich bin jetzt auch nicht so ein großer Family Guy Fan. Von daher kann ich da nicht so viel zu sagen. Ob gut oder schlecht oder was auch immer. Was ist Drabuisch? Drabuisch ist die Dinge, die nur ich verstehe manchmal. Komm, nimm das Ding mit. Nimm es mit. Nein. Nein. Na komm, stell dich nicht so an. Na, geht doch. So. Oh, hier war es auch schön. Hier war es auch schön. Da war noch was. Ah ja, hier sind die Minikits ja direkt alle am Anfang richtig schön serviert. Aber gut. Das Gute ist natürlich auch, dass ich... Also gut ist natürlich auch, dass ich die Level mittlerweile kenne. Das Sith, bitte sagt, dass da hinten kein... es ist da hinten eins drinnen. Nein! Tut mir das doch nicht an. Wieso habt ihr da hinten eins eingebaut? Oh nee, das ist das Schlimmste von allen Leveln, wo ich mich am meisten rumgeärgert habe. Das Problem ist, dass ich hier natürlich jetzt eine bestimmte Zeitlimitierung habe und es mit Zeitlimitierung nicht unbedingt leichter wird, das zu schaffen. Oh nee, ey. Oh nee. Also das, auf das Minikit habe ich jetzt ganz wenig Bock, muss ich sagen. Vor allem unter Zeitdruck habe ich da noch weniger Bock drauf. Aber was hilft dir nichts? Wir wollen es schaffen und wir werden es schaffen. Wir haben jetzt 16 Minuten noch Zeit. Und das ist schon das 6. Minikit, von daher müssen wir es auch nicht ganz so schnell schaffen. Ja, jetzt kam wieder das Problem hier, dass er wieder nicht raus wollte. Raus sind wir schon mal. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir es nicht aus Versehen da in den da reinhauen. Schön ist Slalom fahren und dann direkt hier reinhauen. Beim ersten Versuch. Beim ersten Versuch. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Da läuft's. Da läuft der Hase. Nice. Du sprichst fließend Drabu. Das ist gut, das ist gut. Ach, geil. Ja, das war ja jetzt ja hier. Grandiose Arbeit wieder. Grandiose Arbeit, würde ich sagen. Okay, 15:41.
die Zeit läuft und wir haben noch 4 Minikits, die wir fließen müssen. Wenn man so halb den Chat liest und halb versucht zu denken, dann kommt sowas bei raus, die ich ja noch schaffen muss. So. Okay, 4 Minikits an der Zahl. 4 Minikits wollen wir noch holen. So, und hier ist, glaube ich, schon wieder eins. Ach, den mussten wir sogar versenken, glaube ich. Oh, ich kann mit dem... Das Kanonenboot kann auch die Dinger fest umsensen. Ach, den wollte ich nicht, den wollte ich umhauen. So, nein, wieso hast du den... dieser blöde ATS hier dazwischen. Was macht denn der da? Der soll da mal weggehen, bitte. Dankeschön. So, da legst du die nieder. Also, gleich legst du die nieder. Damals in Episode 5, als die AT-AT effektiv von den republikanischen Kanonenbooten gelegt worden sind. Ah, müsste ich die beide kaputt machen? Ich weiß es gar nicht mehr. So, den haben wir auf jeden Fall zerstört. Ja, wir mussten nur den kaputt machen. Wunderbar. Und weil das so Spaß gemacht hat, diese Dinger zu machen, müssen wir das gleich nochmal machen. Jetzt ist es aber leichter, weil wir es nicht in einer bestimmten Zeit machen müssen. Ich habe echt dazugelernt. Man merkt, der Skill ist ein bisschen größer geworden. So. Ups. Und raus geht's. Sehr schön. Da waren es nur noch 3. Ich sehe aber schon da oben in der Ecke eins leuchten. Es leuchtet mich glücklich an. Okay, jetzt müssen wir gleich wieder slalommen. Da kommt aber jetzt gleich eh schon die Szene, die große Abschlussszene. Aber da können wir zur Not auch nochmal zurückfliegen, falls wir irgendwas übersehen haben. Das ist nicht so dramatisch hier. In dem Level auf jeden Fall nicht. Genau, hier nochmal hin. Nein, du sollst nicht den umlegen, nicht die ATSTs. Oh, das war so nervig, wo wir die ganzen ATSTs legen mussten für die Minikits. Das war echt nervig. Da ist das hier schon deutlich angenehmer, wenn man einfach nur so irgendwie durchkommen muss. So ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht reinhauen, da wo es nicht rein soll, sondern hier direkt... Ja, es ist der Wahnsinn, wie das heute läuft. Der helle Wahnsinn. Dahinter noch irgendwas versteckt, ein Minikit? Nö. Dann hoffen wir mal, dass die letzten beiden hier sind. Hier irgendwo im Kreise sich umdrehen. Eins bis drei ist die Prequel. Trilogie für mich. So, eins haben wir gefunden. Jetzt die Frage, gibt es hier noch... Ja, es gibt hier noch ein zweites. Die Frage wurde schnell beantwortet. Na, seht ihr, so schnell kann es gehen. So, müsste jetzt auch eines der kürzeren Level gewesen sein. Aber gut, die Fluglevel sind meistens kürzer. Lego-Spiele sind so gut, finde ich auch. Finde ich auch gut. Nö, nicht neu starten. Zurück zur Mos Eisley Cantina. So. Mit wem werden wir das jetzt machen als nächstes? Anakin hatten wir zuletzt, das heißt, es ist wieder Zeit für Obi-Wan, der von der Echo-Basis flieht. So. Beziehungsweise Ben Kenobi. Ich bin immer noch... Wie lernt man Drabuisch? Man muss ganz viele Drabu-Videos schauen, habe ich gehört. Und dann versteht man es irgendwann. Mir geht's immer noch sehr gut, ich hoffe dir auch. So, hier gab es letztes Mal ein Minikit. Deswegen hoffe ich mal, dass es dieses Mal hier auch nochmal ein Minikit gibt. Lassen wir uns überraschen. Hier, ja, natürlich gibt es hier Minikit. Der gute Boba Fett hat es eingesammelt. Dicke Aktion von ihm auf jeden Fall. So. Können wir auch mal einen Sturmtrupplerhelm aufsetzen. Der schwebende Sturmtrupplerhelm sieht bestimmt auch sehr interessant aus. Ah, schön. Okay, dann mal weiter hier. Mit Sturmtruppler Ben. Auf der Jagd nach den nächsten Minikits. Da bin ich letztes Mal runtergefallen und ihr seht, ich habe nichts gelernt. Gehen wir wieder zum Stadtbrunnen. Oh, das lohnt sich nicht. Was? Der Len hat behauptet, dass man AT-ATs alleine umhauen kann im Battle von 1 LP. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Zum Startbrunnen gehen wir bestimmt auch nochmal. Können wir das Let's Play eigentlich beenden und dann beim Startbrunnen oder so? Mal schauen, keine Ahnung. War Episode 4 in der Herausforderung nervig? Weiß ich nicht. Ich habe die Herausforderung noch nicht gemacht von der Episode 4. Also Episode 4 bis 6 sind wahrscheinlich... Ah doch, die von Episode 4 habe ich gemacht. Nee, habe ich noch nicht gemacht, die Herausforderung. Also die Dings habe ich noch nicht gemacht. Die Superstory habe ich noch nicht gemacht. Da waren die Minikits waren teilweise bei den Herausforderungen ein bisschen nervig bei Episode 4, muss man sagen. Aber geschafft haben wir es trotzdem.
So, mittlerweile weiß ich, wie du funktionierst. Das habe ich nämlich letztes Mal habe ich ewig rumgekackt, weil ich es nicht gecheckt habe. Aber das Ding muss man hier einfach nach vorne schieben. So, mal gucken hier in alle Ecken, ob hier nicht irgendwo sich noch ein Minikit rumtreibt, was die Kamera uns verschweigen wollte. Kann ich Fall Guys? Ja, Fall Guys kann ich auch mal wieder spielen. Muss mal gucken. Gibt es da mittlerweile schon Season 2? Ich glaube noch nicht, oder? Also wenn es Season 2 von Fall Guys gibt, dann will ich die auch auf jeden Fall nochmal spielen. Sonst, glaube ich, war jetzt nicht so viele Upgrades, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt so viel Neues, dass ich es mich wieder interessieren würde, dass ich da jetzt so den großen Unterschied sehe. Mal schauen. Wird es bestimmt auch wieder geben. Fall Guys macht ja echt Spaß. Mal ein Hype-Spiel, wo ich den Hype verstehe. Das kommt ja so nicht so oft vor, dass ich so sage, boah, das ist wirklich cool. Aber es ist jetzt auch nicht so, wie ich sagen würde, das würde ich ewig spielen, weil irgendwann kennt man halt so die Level. Hab man mal, ich habe mein Ziel habe ich eh schon gereicht. Ich habe mal gewonnen, von daher. So, dir geht's nicht so gut. Okay, dann. Gute Besserung. Freut mich, dass das Stream ein bisschen hilft. Ne, da geht's nicht lang. Da gab's diesen Weihnachtsteil, gab's hier auf jeden Fall noch. Oh Gott, ich hoffe, ich hab einen Kopfgeldjäger dabei. Doch, ich habe einen Kopfgeldjäger dabei. Doch. Weil sonst kommt dieser eine Teil von dem Level hier, der richtig eklig ist. Und da brauchen wir einen Kopfgeldjäger. So, bringt nichts im Chat zu spammen. Die Moderatoren sind da sofort bereit, das zu unterbinden. Dankeschön dafür auch an der Stelle nochmal. Okay, da ist Minikit. Okay. Minikit geholt. 3 von 10. Gibt's hier noch was in der Ecke? Ah ja, hier gibt's noch einen Raum. Ein Räumchen. Das ist doch ein Träumchen. Vorausgesetzt, ist ein Mini-Kittchen. Nicht Mini-Räumchen. So. Okay. Na, dann wäre das geschafft. Ja, es gibt ja immer so Hype-Spiele. Momentan ist ja Among Us so ein bisschen das Hype-Spiel. Ich habe es noch ein bisschen gesehen gehabt, die Videos. Das hat mich jetzt aber nicht so begeistert gehabt, weil auch schon ein paar Leute gefragt haben, ob ich das nicht mehr spielen kann. Aber ja, ich weiß nicht. Sah jetzt für mich nicht so spannend aus. Warum greife ich sie überhaupt an? Ich musste sie nicht mal angreifen. Warum tue ich das? Mittlerweile diese Lego-Spiele, die pure Gewalt hier. Pure Gewalt. So, Olaf freut sich. Olaf ist kaputt. Olaf freut sich nicht mehr. So, hier gibt es doch bestimmt auch noch ein Minikit. Hier muss man irgendwelche Dinge aktivieren. Ah, da muss man was hinschieben, aber gucken wir mal. Oh, da gibt's, glaube ich. Nee, da gab's mal ein Minikit. Also beim letzten Mal, als wir hier durchgegangen sind, gab's ein Minikit. Momentan keine am Suchen. Die Steine kann ich sprengen. Momentan muss ich aber keine Steine sprengen. Momentan muss ich mir das Ding von dem hier nehmen. Und das Ding dann wieder zusammenbauen. Und mich dann selber reinsetzen. Und damit dann das auf kaputt machen hier. Genau, so ging das nämlich. Okay. Aber vielleicht muss ich da doch nochmal hoch. Oder? Ich stelle mich mal hier drauf. So. Geh mal bitte da auf den anderen drauf, Kollege. Ah, dann kämpf halt mit denen weiter. Mann. Schwierig manchmal mit ihm. Vader ist einfach immer so kampfgeil. Der muss die ganze Zeit immer nur kämpfen. Das Minikittchen, ja, das ist ein kleines Gefängnis, so nennt man mich. Schönes Beispiel. Sag mal, kommt denn da auch noch weniger irgendwann? Oder ist das hier... Ja, ich glaube, da kommt so schnell nicht weniger. Da immer noch 4 von 10, das ist gar nicht mal... Ach, jetzt kannst du mich plötzlich hochheben. Das ist gar nicht mal so gut. So, ich glaube aber, das hat auch nichts gebracht hier. Okay, nö, das hat erstaunlich wenig gebracht. So, mal schön hier... Ey! Du wagst es, dich mit Darth Vader anzulegen, ne? Das hast du jetzt davon, wenn du dich mit Darth Vader anlegst. Das war nicht gut für dich. So, und da haben wir noch was Schönes zum Explodieren hier. Nee. Also schön ist es ja, explodiert ist es auch, aber es hat nicht so viel explosiv getan, wie ich gehofft hatte. So, jetzt kommt gleich wieder die lustigen Rutschaktionen hier. Das ist ja auch nicht unbedingt eines meiner Lieblingslevel, muss ich sagen, hier. Die Echo-Basis, da gibt es schon Level, die cooler sind. So, direkt auch ein Minikit hier. Schlecht, ganz schlecht. Also, naja, also semi-schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass man so früh schon anfängt zu rutschen. Das war so ein bisschen das Problem. Lego GTA. Mache ich lieber Urlaub im Hotel oder Camping? Ich reise eigentlich lieber rum. Und da, nein! Ich reise eigentlich lieber rum und da ist es dann angenehmer, wenn man eher... Also ich reise lieber ein bisschen rum und sehe verschiedene Orte. Und da ist es eigentlich angenehmer, wenn man jetzt immer von Hotel zu Hotel kann und nicht das ganze Campingzeug mitschleppen muss oder dann immer Zelt aufbauen muss und so. Von daher
Eigentlich lieber Hotel. Wir sind Almdudler trinken. Ich habe sogar auch Almdudler da. Hm, könnte ich auch trinken. Haha, schönes Zeug. Na, egal. Jetzt muss man hier auf das Spiel konzentrieren. Wieder volle Leistung bringen hier. So viel Zeit haben wir nämlich gar nicht mehr eigentlich. Schaut gar nicht mal so richtig gut aus hier. So, die müssen noch irgendwie nach vorne. Ja, wir gehen erstmal hier lang. Einmal hier aufmachen. 12 Minuten haben wir noch, aber da oben gibt es wahrscheinlich auch noch. Die mit dem blauen Namen, das sind die Moderatoren. Weil das gerade jemand gefragt hat. Die haben einen blauen Namen. Ah, da brauchen wir wieder was, der... Jemand, der was hier in die Luft jagen kann. Sam Wessel, es ist dein Einsatz gefragt. So, hier ist nichts drin. Aber hier muss doch da... Hier ist doch garantiert ein Minikit drin, oder? Alles andere wäre sehr enttäuscht. Glück gehabt. Ich habe es nämlich erst nicht gesehen und dachte dann schon so, oh, Problem. Nee, das Hotel, was du da gerade genannt hast, das kenne ich nicht. Du glaubst, ich bin 26. Ja, das war ich auch mal. Ach, die Dinger musste man draufschieben. Ich war auch mal 26, aber das ist auch schon wieder 2 Jahre her, da ich 26 war. Mittlerweile habe ich tatsächlich... Bin ich mittlerweile 28. Ist lustig. Mit 19 habe ich damals mit YouTube angefangen. Glaube ich, 19 war ich, oder? Ja, 19 müsste ich gewesen sein. So, die beiden Dinger stehen auf jeden Fall. Genau, da drauf drücken. 9 oder 10, welche Zahl mag ich lieber? Hm. 10 ist eher so gerade. Dafür ist 9 3x3, das ist auch cool. Ach Gott, ah ja. So, jetzt kommt das Schönste von allen, was es in diesem Spiel, was das Spiel zu bieten hat, ist diese Sprungpassage hier. Das ist die nervigste Sprungpassage des Spiels. So, und von hier aus müssen wir jetzt einen Kopfgeldjäger nehmen und einfach hochfliegen. Bitte sagt, dass ich einen Kopfgeldjäger dabei habe, der fliegt. Nein, ich habe keinen dabei, gell? Ich habe nur R2 dabei. So, R2, du musst es jetzt leider hier schaffen beim ersten Versuch. Genau so solltest du das tun. Sehr gut. Minikit Nummer 7 wäre auch geholt. Jetzt ist die Frage, ob die anderen da alle in dem letzten... Ups, den brauche ich ja eh gleich wieder. Ob die anderen da im letzten Raum sind. Ja, um 16 Uhr kommt Avengers, keine Sorge. Da ist auf jeden Fall noch eins. Okay, das ist bloß dieses Ding hier. Das brauchen wir momentan nicht. Da gab es noch diesen Weihnachtsbereich, gab es noch. Den Weihnachtsbereich, zu dem ist man, glaube ich, gekommen, wenn man in die andere Richtung da unten gelaufen ist, nehme ich an. In den Weihnachtsbereich müssen wir nämlich auch noch. Da gab es nämlich garantiert noch eins. Ich glaube, hier muss man hingehen für den Weihnachtsbereich. Ja, genau, hier ist der Weihnachtsbereich. Kann man leicht übersehen. Den Weihnachtsbereich ist auch noch ein bisschen früh für Weihnachten. Von daher ist es eigentlich gar nicht so angebracht. Schau mal, ob sie dahinter ein Minikit versteckt haben. Nee, da ist keins. Dann brauchen wir einmal die Layer hier. Und dann hoffe ich, dass im Weihnachtsbereich ein Minikit drin... Es ist kein Minikit im Weihnachtsbereich. Okay, das enttäuscht mich ein bisschen. Hatte damit jetzt eigentlich relativ fest gerechnet, dass hier eins drin ist. Gibt es ein 10 Jahre YouTube-Special? Ich denke mal schon. Können wir in 10 Jahren... In 2 Jahren können wir da mal drüber reden. Irgendwas muss ich mir da auf jeden Fall einfallen lassen dann. Schneekugel! Aua. Ah, wir können hier aber noch rumlaufen. Wir können hier raus, gell? Vielleicht ist es hier draußen noch irgendwo versteckt, das Minikit. Muss eigentlich hier oben muss eigentlich noch eins sein, oder? Kann ja nicht sein, dass hier kein Minikit ist. Echt kein Minikit? Gibt's doch nicht. Echt nicht? Irgendwie lässt mich das so ein bisschen ungläubig zurück, muss ich sagen. Meine Lieblingszahl. Hm. 14? Eigentlich hätte ich jetzt 42 sagen müssen, aber es ist, glaube ich, die 14. Wenn es um meine Lieblingszahl geht. Bevor jetzt wieder die Fragen kommen, ich habe am 14. September Geburtstag, deswegen die 14. Nein! Ha, ja, nee. Okay, ich kann hier zwar rumreiten, aber es nützt nichts, hier weiter drauf rumzureiten. Ich befürchte, hier sind nicht die Dinge, die ich suche. So, ja shit, ich dachte, hier wäre doch ein Minikit drin. Dann sind die anderen, da müssen die anderen unten sein. Da müssen die anderen tatsächlich unten sein. Warte, wir mussten hier glaube ich noch Sachen aktivieren. Oder? Wo ist man hier hingekommen? Ups. Kann man hier nochmal hin? Ah ne, da kann man bloß wieder rauf. Okay, ne, rauf wollten wir nicht. Wir wollten raus, wollten wir. Ich muss, glaube ich, nochmal auf die andere Seite rüber. Leia oder Hahn? Wen mache ich mir eigentlich Hahn? So, gucken hier, dass wir die auf grün haben wahrscheinlich. Grün und gelb, oder? Ne, die mussten... Oder? Ne, wahrscheinlich muss das rot nach vorne zeigen. Rot und weiß nach vorne zeigen. Da müssen wir noch ein paar Mal machen, bis das mal richtig klappt hier. So, Lieblingsprojekt. Boah, keine Ahnung. Es gab so viele coole Projekte, die wir gemacht haben mittlerweile auf YouTube. Den ersten Part von Dings finde ich zum Beispiel extrem witzig. Den ersten Part von Super Mario 3D World. Da muss ich immer noch lachen, wenn ich den anschaue. Der ist echt cool.
So, da kommen die Roten mal nach vorne irgendwann. Irgendwas mache ich falsch hier. Aber ich glaube, ich habe es eh schon aktiviert. Lego GTA Spiel machen würde, ich weiß nicht. Warum? Man hat doch Lego City Undercover, das ist doch quasi wie ein Lego GTA. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich die aktiviert habe, dass das so passt. Weil nach vorne kommen die Dinger eh anscheinend nicht. Hm. Okay. Ist mein Motorrad ein Z650? Kawasaki Z650? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe kein eigenes Motorrad. Das Motorrad, was ich zuletzt ausgeliehen hatte, was ich da ein Bild auf Instagram gepostet hatte, das war tatsächlich eine Z900. Okay. Tja, zwei Minikits. Wo sind sie? Hat jemand die Minikits gesehen? Ich habe sie nämlich nicht gesehen. Hm. Da sind keine Minikits. Wo zur Hölle sind die letzten Minikits? Gar nicht mal so gut. Gar nicht gut. Ich hab keine Ahnung, wo die Minikits sind. Ups. Von mir fehlen noch zwei. Hä? Da ist auch keins. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wo sind die letzten Minikits zur Hölle? Hä? Zwei fehlen noch? Von mir waren doch eigentlich überall, oder nicht? Das ist das erste Level, wo ich jetzt gerade so ein bisschen am Zweifeln bin. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Da ist eins auf jeden Fall, aber das ist... Wo ist das zweite Minikit noch? Rechts ist eins, ja, das ist richtig. Danke für den Hinweis. Das habe ich auch gerade entdeckt. Die Frage ist, wo ist das letzte? Vor allem, ist das letzte hier drinne? Das ist vor allem die Frage. Im Schaufenster? Ja, genau. Ihr meint alle das, was ich gerade da geholt habe wahrscheinlich. Auf der Seite sehe ich keines mehr. Ist die Frage beim... Hä? Habe ich da auf dem Weg hierher? Aber wir waren doch eigentlich in allen Räumen drin, oder? Ja, ich schaue nochmal zurück. 6 Minuten haben wir noch. Das ist jetzt recht ordentlich bei dem Level, weil das Level nicht so lang ist. Da können wir nochmal hochgehen. Vielleicht aber da oben vielleicht noch eins. Hier ist noch ein Raum. Ah ja, das ist der Raum hier. Zurückschauen. Im Raum rechts waren wir ja, aber da war nichts. Also da haben wir ja das eine Minikit geholt gehabt. Ich muss zurückgehen, schreibt auch gerade jemand, ja. Die Frage ist, wo habe ich hier das Minikit übersehen? Habe ich das hier auf der rechten Seite noch eins übersehen? Ist dahinter noch was versteckt? Nee, da ist definitiv nichts versteckt. Vielleicht in der Mitte? Dass man mit den Ventilatoren irgendwas machen musste? Nee. Hier waren wir drinne. Genau, das bei denen hatten wir das geholt gehabt. Ups. Ist das unten ein Minikit? Nee, das ist... Ja, es ist ein Minikit. Nein, es ist nicht das Minikit, das wir suchen. Du glaubst, dass ich die Boxen ganz nach hinten zum Tor schieben, aber das bringt mir doch nichts. Dann Minikits tauchen hier ja nicht auf. Minikits sind ja schon da. Das heißt, ich muss eigentlich nur einsammeln. Das heißt, ich muss sie auch eigentlich schon sehen, die Minikits vorher. Doch hinterm Falken vielleicht, könnte ich mir höchstens noch vorstellen, dass eins ist. Ich gehe mal zum Falken nochmal. Ich mache mal zumindest beim Falken auf. Ich gehe noch nicht rein, aber ich schaue nochmal zum Falken hin. Weil hier auf dem Weg kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich hier irgendwo eins übersehen hat. Wo die Bahn ist, schreibst du. Was für eine Bahn? Was für eine Bahn redest du? Ach, die Rutschbahn. Nee. Die Bahn meintest du, ist an der Seite noch eins drin, ne? Das habe ich doch geholt gehabt, das hier. Das Minikit, was hier ist, habe ich geholt gehabt. Okay. Nein, nur noch 4 Minuten. Ich muss die Bahn zusammenbauen. Welche Bahn? Welche Bahn redest du? Von welcher Bahn redest du? Mir ist gerade ein Rätsel, von welcher Bahn du redest, wo die Skelette... Ach, ganz am Anfang die Skelette. Ja, die waren ja ganz am Anfang, die Skelette. Oder? Ich bin gerade sehr verwirrt, was du meinst. Ganz am Anfang waren auf jeden Fall Skelette, ja. In einem Seitenraum waren mal Skelette. Okay. Ich check gerade nicht, was ihr meint. Ich check nicht, was ihr meint. Also hier ist es definitiv nicht. Außerhalb der Schneekugel? Nee. Außerhalb der
Der gelbe Wagen. Ah, so viele Tipps. Ja, dann muss es auf dem Weg hier irgendwo sein. Nur 3 Minuten. Ah, ich will nicht versagen. So, die Bahn zusammenbauen. Wo waren denn die Skelette vorhin? Ne, das ist, glaube ich, jetzt schon zu weit zurückgegangen. Oder? Ne, das ist definitiv zu weit zurück. Das, hier ist, glaube ich, nichts mehr. Was für eine Eisenbahn, meint ihr? Ich erinnere mich an keine Eisenbahn hier. Eisenbahn, hier die Bahn. Bahn, Eisenbahn. Alle schreiben Bahn. Bei den gelben explodierenden Wagen. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr... Ach, die Bahn meintet ihr. Ah, die Bahn meintet ihr, okay. Das ist zumindest die Bahn, ja. Hier soll noch ein Minikit sein? Echt? Wo soll hier ein Minikit sein? Doppelte Punktezone? Hier ist kein Minikit. Kann das Ding noch drum drehen, aber das hilft nichts. Da ist kein Minikit. Die Bahn explodiert. Okay, und dann kriegen wir ein Minikit? Echt? Und dann explodiert die Bahn aber noch nicht hier. Ah, jetzt fährt... Ach, die Bahn fährt da hinten rein, glaube ich, oder? Kann das sein? Oh Gott. Ach, und dann kommen wir in den Raum da rein und den kann man vor... Oh, da wäre hier nie drauf gekommen. Ah, ihr seid die Besten. Ihr seid die mit Abstand Besten. Die besten Zuschauer, die man sich wünschen kann. Ah, okay. Und dann ist es nämlich... Ach, den Raum mit Skeletten meintet ihr. Okay, jetzt müssen wir noch das Minikit hier drin finden. Da ist es! Da ist das Ding! Perfekt, geil! 1 Minute 26 Restzeit. Man könnte sagen, es war ein bisschen knapp, aber... Ach, geschafft. Dank euch. Nur dank euch geschafft. Geil. Oh, richtig cool. Dann muss ich das Level nicht nochmal machen. Schön, schön. Ja, Indiana Jones haben wir schon lange geholt. Oh, vielen Dank dafür. Ach, das ist super gewesen jetzt. Das war super. So, haben wir das Level doch noch geschafft auf dem ersten Versuch. Es bleibt dabei. Wir haben hier echt einen Lauf, muss ich sagen. Dank euch habe ich jetzt kein einziges Level verkackt. Wo ich es allein gespielt habe, habe ich öfters Level verkackt. Da muss ich mehrfach Level von vorne nochmal anfangen. Aber mit euch hier, da läuft's. Da läuft der Hase. So, das war die Flucht von Echo Basis. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei. Doch es bleiben dir 3 Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.